Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dead Space 3. Ich bin Migräne Mike. Und ich bin Puppe Pete und wir machen mal wieder das, was wir am liebsten machen. Wir fahren Lift. Lift! Ja. Mhm. Finde ich immer wieder toll. Und wir sehen uns ja jetzt genau gleich aus. Aber Puppe Pete hat den Archäologenanzug an und ich habe den Schneeanzug an. Das ist echt komisch bisschen. Der ist Strange. Strange. Aber jetzt kommen wir hier auf jeden Fall wieder raus, glaube ich. Ja, und Partner wartet an der Tür. Bitch. Ja, mach mal hier. Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Keinen Blaster. Bist du gerade in Ohnmacht gefallen? Hä? Okay, wir sind warte richtig, mal. Ne? Nee, warte mal. Hm? Offenbar schon, ja. Ich glaube, wir hätten doch den Zug nehmen können. Ja, stimmt, wir hätten ihn sogar nehmen sollen. Wir waren ja an einem anderen Ort. Mhm. Ja, halb so schlimm. Nee, wir hätten nicht müssen, aber wir hätten können, glaube ich. Wären wir schneller gewesen, hätten wir nicht wieder durch den ganzen Scheiß laufen müssen. Genau. Genau. Ah. Bohrer. Ja. Und da können wir auch wieder die Roboter. Ah, eben. Das war schon onscreen, glaube ich, ne? Wo? Dass ich herausgefunden habe, was die Roboter jetzt wirklich machen. Ich glaube schon. Plasmakern. Das haben wir alles eingesammelt. Oh mein Gott. Zu viel. Weil jetzt habe ich recht viel Wolfram bekommen. 189 habe ich. Wow, nicht schlecht. 219. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Oh mein Gott, wie geil. Was ist? Das heißt... Ho. Ho? Ja, guck. Was? Schienenbeschleuniger habe ich auch schon. Hast du schon? Ja. Ist das MG? Ja, ich habe einen Schienenbeschleuniger umdrehen. Was ich aber jetzt nicht. Ein gerichtetes Ejektionsfeld. Guck hier, Schienenbeschleuniger. Tempo ist hoch, aber. Ist doch ein Einzelschuss. Ah, ist das Dreifachschuss? Nee, Einzelschuss. Gut. Es ist nicht so schnell. Nicht? Okay, Ich habe eh gepimpt. Ich habe eh gepimpt. Hey, Ficken! Was soll das? Wir wollen euch hier nicht. Also nicht schnell. Nicht schnell ist anders. Alter, ist das geil. Oh, mit dem Feuerschaden. Mutterficker. Ah, das sind natürlich die Guys, die sich hier die Kehle durchgeschnitten haben. Ah! Ich wollte doch nur meinen Bot setzen. Hast du dir wieder den optimalen Spot? Mhm. Hier in der Ecke. Nein. Bist du sicher oder ist das einfach nur random? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Dann glaubt mir halt nicht. Ich setz ihn mal hin. Das ist jetzt die optimale Stelle. Nein. Ich hab ihn immer einfach langweilig. Ah, guck mal, hier zeigt's nach oben. Wir müssen. Die Stelle ist weiter nach oben. Okay. Hast du schon mal meine Klinge gesehen? Oh shit, oh shit, oh shit, das ist nicht gut. Wieso kommen die Kackdinger? Fuck, mich hat's erwischt. Wieso hat's mich denn erwischt? Weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso ist dein Zielfernrohr gelb? Schwarz. Also mein nicht dein Zielfernrohr. Ah, hier siehst du perfekte Orte zum Ablegen. Ah, okay. Mhm, das ist dann schon drin. Motherfucker! Soll ich mal warten? Nein! Doch! Es ist in meinen Körper eingeschlüpft. Wie hart! Zieh das rein! Wie geht? Voll hart! Ja.
voll hart. Die Kopffüßler sind wieder da. Die Kopffüßler, genau. Ja, hat ja was. Ein Kopf mit den Füßen. Füßler, Kopffüßler. Dafür dürfen wir jetzt alles nochmal neu machen. Yay. Egal. Es hat sich gelohnt, um das zu sehen. Ups. Hey, hast du schon mal meine Klinge gesehen? Na, 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 hier werden hier keine Körper beherrscht. Oh yeah! Alter, der kotzt mich an. Alter! Ja, eben, der hat mich auch letztes Mal schon so angekotzt. Die wollen nicht sterben. Alter, die sind jetzt aber hart. Alter, der schießt! Ja! Ist mir aufgefallen? Ich kenne dich nicht. Noch mehr? Ja, da. Links. Irgendwo. Ich höre noch einen. Brennen soll er. Voll die komischen Viecher, Alter. Voll weird. Ach Gott. Kommt total weird, ey. Oh ja. Also so will ich eigentlich auch nie enden, als... Als Kopffüßler? Alien-Zombie. Alien-Fraß. Schon strange, die ganze Geschichte. Ja, okay, wir haben ja... Hey Leute, ich bin wieder da. Niemand will dich sehen. Haben Sie alle Sensorteile gefunden? Ja, ich werde ihn an der Bank unten zusammenbauen. Haben wir schon. Dauert einen Moment. Haben wir schon. Ja, wir müssen ihn aber wahrscheinlich in die Hand nehmen. Oder einer von uns. Ich. Nimm ihn du in die Hand. Nimm ihn in die Hand, Alter, nimm ihn in die Hand! Ich wusste, dass der Witz kommen musste. Wow, was ist das denn? Kontaktstrahl. Ja, eben. Sehr strange. Ich muss mal aber kurz was ausprobieren. Ich hab ein Erektionsfeld. Ich glaube, das Ding ist ziemlich heftig im Fall. Nee. Was sollte ich nehmen? Ja, genau. Ich habe ein Ejektionsfeld, aber ich weiß nicht, ob das vollautomatisch ist oder nicht. Ich glaube eben nicht. Also ich muss jetzt das Ding hier, das komisch aussehende Ding, mitnehmen. Ah, das ist einfach Einzelschuss, aber ich könnte. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde doch die Atomkanonen erklären. Oh, gut. Ah. Oh, gut. Oh, gut. Das Ding ist wirklich nicht schlecht. Also ein Dreifachschuss. Was dann? Diese Plasmakanone. Ist nicht schlecht. Du kannst sie gerne. Ich hab meine Klinge. Du hast ja deine Klinge, ja. Diese Waffe kann ich modifizieren. Komm, beweg deinen Arsch jetzt. Was machst du denn? Ah, geh nicht wieder an die Bank, du Depp. Tschüss. Ey. Ich kann da nicht alleine in Aufzug. Was erwartest du eigentlich? 40 Schuss, ohne dass sie getuned ist. Hat die eine Harpune oben drauf? Guck mal. Ja, die schießt Harpunen. Geil. Wow. Kapitel 12, Autopsie. Ja, geh du mal hier rüber, ich guck mal auf der anderen Seite. Verprügel ihn. Bring ihn um. Wen? Ah, ihn. Ja, er hat es verdient. Okay, jetzt müssen wir ziehen. Zieht! Zieht! Oh Gott, ich will nicht, dass das Ding lebt. Ja, ich glaube, das lebt nicht mehr. Wie das sieht da? Guck dir das mal an. Mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Komm. Sei nicht so unhöflich, du Sackratte. Hä? Hey? Was? Was? Wir sollen in die Körperöffnung reingehen.
Sicher sind da auch wieder so Viecher. Das ist jetzt richtig. Kannst du dich auch nicht bewegen? Nein, ich stehe ganz dicht hinter dir. Oh, und bereite yeah. mich vor. Irgendwie gefällt mir das gar na, nicht. Na, mir auch nicht wirklich. Aber er kommt auch mit runter. Das finde ich cool. Er ist auch ein Kind. Ah, nein. Du Arsch! Fick dich! Also, Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Aha. Es sieht auch sehr appetitlich aus, muss ich sagen. Ja. What the fuck? Das ist eine Höhle hier drin. Ach was, wirklich? Wir müssen hier rechts durch, irgendwie. Haben Sie auch irgendwie erwähnt? Oh Gott, wie groß ist das Ding? Wo bist du jetzt durch? Wir haben kein Ziel. Ja, ich muss mit dem Dings absuchen. Ah. Guck dir das mal an. Ich höre Viecher. Ja, guck hier hoch. Keine Sorge, es ist praktisch tot. Praktisch tot? Zieh es mal rein. Das Ding ist nicht tot, Mann! What the fuck? Vor allen Dingen, es ist vielleicht tot, aber in drin liegt noch Scheiße. Das heißt, wahrscheinlich kommt Ding zu ein anderes Alien-Ding und macht, dass Alter. Es sich bewegt! Hilfe! Lass mir den Kopf weg! Ah, mir auch! What the f- ah, nee, ich hab's! Nee, aber du bist gestorben. Nein! Was? Wieso? Wenn du mal was machen würdest. Nee. Fake and gay. Bei mir hat's schon wieder, wollte er schon wieder rumreißen am Kopf. Meine Fresse! Scheiße. Fake and gay. Fake and gay. Jetzt, ja, unsere Schritte hören sich auch so schön an. Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist. Ah, hier überall! Sind Sie da sicher? Das ist. Gibt's. Das kannst du, glaube ich, nicht töten. Wo kommen die? Da! Da! Mauri, auf mir! Ah, scheiß mir den Kopf ab! Drecksviech! What the? What the fuck? Hallo? What the hell? Aha. Wow, die Geschichte. Alter, von da hinten kommen keine die. Sorge, es ist praktisch tot. Man sieht auch einen Scheiß. Sind Sie da sicher? Diese liegen hier drin Kisten, du kannst mir das mal erklären. Ich bleib da vorne. Ja, ist gut. Beschütz mich bitte. Nö. Falls sie von irgendwo anders kommen. Ja, ich versuch's. Weil sie landen auch genau auf mir. Fuck! Hilfe, 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 Hilfe! What the fuck? Wieso stirbst du? Ich drück doch X. Hab ich eben vorhin auch. Aber du musst. Mach ich doch. So ein Dreck. Ich heil mich jetzt erstmal. Fotzen. Also, ich stell mich hier hin und du beschützt mich wieder dann. Santos, es bewegt sich. Keine Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Hinter mir ist gerade ein Viech aufgetaucht. Nee, nee, das bin ich. Fick dich, du Fotze! Nein, wieso musst du nachladen, du blödes Scheißviech! Ah. Du musst nachladen, Scheiße! Fuck! Oh, fuck! What the fuck? Die machen voll viel Damage! Blöde Mistviecher! Isaac,
Alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, Kit, Alter. Ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ja, sie sieht alles positiv. Wieso liegt hier jetzt plötzlich eine Kiste? Eine Kiste? Keine Ahnung, ich muss dich jetzt auch noch finden. Warte. Na klar, Ambo. Ah, ich bin den falschen Weg gelaufen. Warte, ich komme zu dir. Oh, Furzgas, siehst du das? Ich lade mal nach. Hier ist wieder ein Loch. Also schnell da hier reinschießen und dann wieder zum Loch rennen. Also ich bleib beim Loch. Ist nicht hier im Fall. Ah, es muss immer eine Kiste. Na toll. Ja, was macht eine Kiste in so einem Ding drin? Es piept nur einmal irgendwie. Das Ding ist es nicht. Glaub's nicht, ne? Kann man draufballern, aber. Nee. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Na gut, dann finden wir einen stärkeren Signalping. Gehen wir mal hier lang. Wo lang? Da. Man sieht auch wirklich schlecht, das ist unglaublich. Ah, ich bekomme Stärke, warte. Okay, hier ist nochmal. Ja, jetzt geht's los. Wieder Scheiße. Zu mir kommen. Okay, kommt und holt mich. Ja. Ehrlich. Stase. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine. Okay, müssen wir das jetzt wirklich tun? Irgendwie gefällt mir das Ganze überhaupt nicht. Und ja, ich glaube, wir liegen auch richtig mit unserer Theorie, dass das eine scheiß Idee war. Warte, ich krieg ein Signal hier. Warte, ich hab ein Signal. Okay, ab zum Käfig, sofort. Los. Ja, voll. Verpissen wir uns. Wow, what the fuck? Alter, was geht denn bei dir? Was ist hier los? Ich will hier weg. Komm einfach zum Käfig. Das hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Wir können hier nicht raus. Rechts. Ich schieß einfach. Du kannst ja deine Klinge machen. Du könntest eigentlich auch schießen. Aber mach mal. Das ist ein guter Verteidigungspunkt hier. Eines ist drin. Nicht mehr. Sagt Hallo! Meine Fresse, aber sogar mit der Klinge haben sie. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Wir sind zurück im Käfig. Mhm. Der Wichser will uns nicht mehr hochlassen, ich sag's dir. Ah, der Wichser. Der Pisser, der wollte uns nicht nach oben lassen. Die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstelle. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Und während wir hier weiter heulen und denken, das wird noch eine beschissenere Idee, beenden wir diese Folge und sehen uns nächstes Mal hier bei Dead Space 2. Tschüss!